Eine schöne Mittagsstelle gefunden. Schleichen? Schöne Mittagsstelle an der Harfe. Herrlich. Das ist wenigstens noch mal ein bisschen Mischwald und nicht so eintönig. Na, schauen wir mal, was wir hier so machen. Bögenrind haben wir auch genug, wieder 9 Zunder. Geht doch schon, wisst ihr? Wieder Nudeln Spinazzi. Die Feuerstelle hat schon ein bisschen freigeräumt. Ganz kleine Flamme hier. Jetzt ist bloß noch Blut. Jetzt lassen wir es noch 7 Minuten ziehen. Wenn wir noch zur Not ein bisschen Holz, werden wir nicht brauchen. Hier mal einen Faltbecher von Ortlieb. Als Notvariante, falls irgendwas anbrennt. Ringsrum habe ich den Gräser ein bisschen zurückgezogen und nass gemacht. Von der Sache her passiert da eigentlich gar nichts. An dem Faltbecher hat sich meine Freundin gekauft. Hervorragend, um Kräuter zu sammeln, Beeren zu sammeln, Pilze zu sammeln und eben halt vor allen Dingen auch
super zum Wasser holen oder zum Händewaschen, Geschirr abspielen und so weiter. Echt klasse das Teil. Also das kann man dann so zusammenklappen. Ist ganz flach dann, nicht schlecht. Wie gesagt. Ortlieb und lässt sich dann einfach so tragen. Und woanders hinstellen. Echt eine feine Sache. So, das Essen wird auch bald fertig sein. Mal gucken, was wir noch so machen. Bis dann. Eine riesengroße Ameisenstadt hier. Gelände. Die Brücke. Die Mücken sind ja Wahnsinn hier. Upsa. Riesig großes Gelände. Ortliebkanister als Backform oder besser gesagt als Anrührform für Bannox. Wie hat man jetzt gedacht? 400 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver, ein wenig Salz oder ein wenig mehr. So, jetzt wird Wasser dazu getan und geknetet. Dass der Teig dann nicht mehr zu sehr klebt und ohne zu trocken wird. So, Assistent greift zu und macht noch einen Schwab Wasser rein. Und die junge Frau knetet wie eine Verrückte. Noch ein paar Mücken mit reinkneten, umso weniger am heute Abend. Genau, Proteine. So, jetzt kneten wir hier noch ein bisschen Zwiebel rein. Geschnitten von dem guten Opinel Nummer 8 aus Carbonstahl. Nettles Messer, neues Messer. Müssen wir dann bloß noch ein bisschen pflegen. Gerade Zwiebel ist bestimmt nicht so ganz gut. Das Abendbrot für heute und die Hälfte vom Teig haben wir weggelegt für morgen früh. Zwiebelbannocks mit einmal mit Schafskäse und einmal mit Ziegenkäse gefüllt. Der Teig für morgen. Für morgen früh machen wir aber heute mit fertig. Machen wir, das ist Ziegenkäse. Lecker, das wird ein Schmaus. Ne? Ja, nicht mit dem Kopf. Hier haben wir zur Tarnung die Birke bisschen, die Birkenäste nach unten gezogen mit dem Strick. Da können wir vom Wasser aus nicht so schnell gesehen werden. Das Zelt haben wir noch nie aufgebaut, das kommt hier hin dann. So ein grünes, olivgrünes. Und das Boot werden wir dann hier hinten in den Farn reinziehen, ein bisschen mit alten Farn. Und da haben wir hier
die Äste ein bisschen mit dem Strick nach unten gezogen, dass die weiter tiefer hängen. Das Zelt ist, glaube ich, ungefähr so einen halben Meter hoch oder so, nicht immer 40 cm, 50. Das ist ein kleines Zweimannzelt, passt man gerade so nebeneinander, ein bisschen Platz ist schon noch. Ja, und da haben wir das hier runtergezogen, dass hier die untere Seite getarnt ist von außen. So weißen Strick verbaut wie diesen hier. Und der sehr leuchtet, kann man den mit Schlamm einreiben. Der wird ein bisschen dunkler, der ist hier aus Plastematerial. Da nimmt nicht so viel Dreck auf, aber es hilft schon ein wenig. Der wird ein bisschen dunkler. So. Also jetzt haben wir hier unsere Tarnung fertig, das Zelt ist dahinter und das Boot, was war denn das für ein Trocken? Das kann sein, so schwer wie das platschte. Ey, echt, das war ein Hecht. Die reißt, die ich mit hab, die reißt. Hier haben wir noch was Sichtbares, das kommt dann alles nur weg. Hier ist das Zelt dahinter und hier ist das Boot. Mal hingehen. Rotes Boot, grünes Zelt. Weg ist es.